Herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Ausgabe unserer Reihe JBZ Zukunftsbuch, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe, aus zwei Gründen. Zum einen war der Autor schon einmal zu Gast bei uns und ich erinnere mich, es war ein sehr, sehr spannender Abend. Der zweite Grund, er schreibt einfach sehr, sehr gute Bücher. Herzlich willkommen, Fabian Scheidler aus Berlin. Schön, dass du da bist. Meine erste Frage, Fabian, weil ich lange überlebt habe, wie seid ihr auf den Titel Chaos gekommen? Ich wollte das Buch zuerst so ankündigen mit der Veranstaltung, dann habe ich gedacht, wenn der Chaos alle Leute lesen, dann bleiben sie zu Hause. Ja? haben wir dann den Begriff Zeitenwende mit Fragezeichen, Rufzeichen verwendet. Aber warum dieser Titel Chaos? Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass wir uns auf ganz vielen Ebenen auf der Welt in chaotische Zeiten hineinbewegen. Das größte System, über das wir uns sinnvollerweise Sorgen machen können, ist der Planet Erde, die Biosphäre des Planeten Erde. Und diese lebenden Systeme, die uns hier alle tragen und ernähren, sind in einem sehr problematischen Zustand. Wir haben bereits das größte Artensterben seit 65 Millionen Menschen in Gang gesetzt, genauer gesagt die industrielle Zivilisation. Es gab 5 große Artensterben in der 3 Milliarden Jahre langen Geschichte des Lebens auf der Erde und das ist das 6. Damals sind die Dinosaurier ausgestorben und wahrscheinlich durch einen Meteorit und diesmal sind wir der Meteorit. Also man sieht, dass die Krisen, in denen wir sind, messen sich in erdgeschichtlichen Zeiten, die sogar über die Geschichte der gesamten Menschheit oder des Homo sapiens hinausgehen. Das hat es noch nicht gegeben, dass eine Zivilisation planetare ökologische Grenzen sprengt. Und da ist der Klimawandel noch nicht mal drin. Ne? Wir bewegen uns mit dem Klimawandel auf einem Pfad von 3 bis 6 Grad Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Das Pariser Klimaabkommen hat da relativ wenig dran geändert, denn es beruht ja nur auf freiwilligen Absichtserklärungen und auch die decken nicht mal die Hälfte dessen ab, was wir brauchen würden, um eine Chance zu haben, unter 2 Grad zu bleiben. Wir haben jetzt etwa 1 Grad Erwärmung und wer nach Houston, Texas schaut, auf den Hurricane, nach Puerto Rico, komplett verwüstet die Insel, der weiß, was es heißt, 3 bis 6 Grad. Ne? Also auf dieser Ebene bewegen wir uns in chaotische Zeiten hinein. Wir bewegen uns aber auch ökonomisch und sozial in chaotische Zeiten hinein. Wir haben in Südeuropa inzwischen eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50% und in Nordafrika ist es noch schlimmer. Ne? Also diese Krisen fressen sich so langsam, die schon lange im globalen Süden da sind, fressen sich so langsam nach Europa hinein. Und die Gründe für diese chaotische Entwicklung oder für diese ökonomischen Krisen haben damit zu tun, dass der Kapitalismus sich in den letzten 30 Jahren in gewisser Weise zu Tode gesiegt hat, in der Epoche, die wir den Neoliberalismus nennen. Weil es für Unternehmen, große Unternehmen und die hinter ihnen stehenden großen Vermögen, die berühmten 1%, sehr effektiv war, die Arbeit in Billiglohnländer auszulagern, die Löhne zu drücken, einen Niedriglohnsektor auch in Europa zu schaffen, Gewerkschaften zu schwächen, die Gewinne in Steueroasen zu verfrachten, wie wir das von den Panama Papers und den Paradise Papers kennen. Das war ein gutes Geschäftsmodell für einige. Ne? Es hat die Profitraten, die in den 70er Jahren nach unten gegangen sind, wieder nach oben gegangen. Aber für das ganze System hat es eine Kehrseite. Und zwar, wenn man die Leute in den Niedriglohnsektor abdrängt oder gleich in die Arbeitslosigkeit entlässt, haben die Leute am Ende des Tages nicht mehr das Geld in der Tasche, um diese gesamte Produktion, die in der Logik des Systems ja immer weiter wachsen muss, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Und das ist der Grund für die strukturelle Wirtschaftskrise, die bereits in den 70er Jahren angefangen hat, die sich entladen hat auch in Europa und den USA mit der Finanzkrise 2008. Und inzwischen sagt ja selbst Wolfgang Schäuble, der ehemalige Finanzminister Deutschlands, dass eine weitere Finanzkrise relativ wahrscheinlich ist. Und das hat damit zu tun, dass, wenn die Leute das Geld nicht mehr haben, irgendwer sich verschulden muss, um das ganze System am Laufen zu halten. Und das bedeutet, die Ökonomie wird instabiler. Wir haben auch eine gewaltige soziale Spaltung auf dem Planeten. 8 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und das spitzt sich weiter zu. Vor 2 Jahren waren es noch 62 Menschen. Unter diesen Verhältnissen ist auch an politische Stabilität auf Dauer nicht mehr zu denken. Und die Menschen verlieren das Vertrauen in die Zukunft, das Vertrauen in die politischen Apparate, das Vertrauen in die Medien.
Es gab jetzt kürzlich eine Umfrage in 11 EU-Staaten, eine sehr große Umfrage unter Menschen zwischen 18 und 34. Und 80% dieser jungen Generation haben keinerlei Vertrauen mehr in Parteien und Medien. Mhm. Ja. Und wir sehen auch, dass in vielen Teilen der Welt die traditionellen politischen Systeme in Bedrängnis kommen, teilweise kollabieren. In Frankreich sind in diesem Jahr die großen Volksparteien kollabiert, haben keine Bedeutung mehr. Ne? Ein gewaltiger politischer Umbruch. In Deutschland ist es jetzt nicht mal mehr möglich, eine Regierungskoalition zu bilden. Ne? Also wir sehen auf dieser politischen Ebene auch Chaos. Wir haben in den USA eine extremistische Partei an der Regierung. Noam Chomsky sagt immer wieder, das ist die gefährlichste Organisation in der Geschichte der Menschheit, die Republikanische Partei, weil sie eben über Atomwaffen verfügt und über die Möglichkeiten, den Klimawandel weiter zuzuspitzen. Das sind nur ein paar Beispiele für das Chaos, in das wir uns reinbewegen. Und ich versuche im Buch eben die Ursachen ein bisschen zu analysieren. Wo kommt das her? Und natürlich auch Auswege zu skizzieren. Du hast mir ein Stichwort gegeben. Du hast im Buch auch den Begriff globale Apartheid. Wir wissen mittlerweile Bescheid und es gibt auch jetzt Vermögensstatistiken. Wir wissen auch Bescheid über ökologische Krisen. Und trotzdem, es verändert sich sehr wenig. Bezogen auf die politischen Eliten sprichst du von einer bedenklichen Ignoranz. Und du hast Gründe dafür oder versuchst, Ursachen zu finden, warum weggeschaut wird. Ja, das sind zwei Themen nochmal, die globale Apartheit, da sage ich gleich vielleicht noch was zu. Die Ignoranz vielleicht zuerst mal. Also wir haben ein Problem, wir sind in einer zivilisatorischen Krise, die von einer Größe ist, wie sie keine menschliche Zivilisation bisher zu gegenwärtigen hatte. Aber gleichzeitig sind unsere politischen Apparate so strukturiert, dass sie in ganz kurzen Zyklen denken. Ne? So in Wahlzyklen von 4 Jahren, dann gibt es ein Riesenspektakel, wo man dann zwischen ein paar Leuten aussuchen kann. Die sind nicht wirklich dafür gerüstet, diese Zukunftsfragen zu stellen, weil sie in den kurzen Fristen denken. Und dann kommt natürlich auch sowas wie strukturelle Korruption hinzu. Also wenn ein EU-Präsident wie Barroso direkt nachdem er aus seinem Amt ausscheidet, sein Insiderwissen an Goldman Sachs verkauft. Und das ist ja nicht nur er, dann Bundeskanzler Schröder an Gazprom. Und wenn diese ganzen Leute sozusagen sich eigentlich den goldenen Fallschirm schon auf den Rücken geschnallt haben und politische Arbeit so verstehen, dass sie sich dafür qualifizieren, nachher beim großen Unternehmen ihr Wissen zu verkaufen oder denen schon in der Amtszeit als Regierungschef Gefallen zu tun, damit sie dann am Ende da unterkommen, da hat man natürlich auch ein politisches Problem, dass diese Sachen nicht angegangen werden. Aber es ist eben nicht nur diese Soft Corruption, sondern es ist eben auch die Art, wie unser Parteiensystem, unser politisches System organisiert ist. Ne? Ich bin immer dafür, die parlamentarische Demokratie zu verteidigen, weil auch die kommt ja gerade unter Beschuss. Das ist eine Errungenschaft, dass wir die haben. Aber wir müssen sie erweitern und ergänzen, um diese Zukunftsfragen zu stellen. Und dann kann man sich auch natürlich mit dem Mediensystem beschäftigen. Wenn man im deutschen Fernsehen um 20.15 Uhr sich durch die Sender zappt, dann wird man eigentlich fast nie eine Sendung sehen, die sich mit den entscheidenden Überlebensfragen der Menschheit beschäftigt. Ne? Zum Beispiel, wie man unsere Gesellschaft so umbauen kann, dass wir einem fatalen Klimawandel entgehen, dass wir das Artensterben stoppen, dass wir die Atomwaffen abschaffen. Immerhin hat ja die Organisation ICAN, die sich dafür seit Jahrzehnten einsetzt, für die Abschaffung der Atomwaffen jetzt den Friedensnobelpreis bekommen. Dadurch ist mal im Moment Aufmerksamkeit auf dieses Überlebensthema. Aber es steht ja halt im grotesken Missverhältnis, dass wir endlose Sportevents und Unterhaltungsshows und Krimis sehen und diese Fragen eben nicht um 20.15 Uhr. Das kommt mal vielleicht bei Arte oder so, aber es kommt eben nicht zu den entscheidenden Programmzeiten. Und deswegen müssen wir natürlich auch unsere Mediensysteme verändern. Auch da würde ich sagen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt es zu verteidigen, aber es gilt ihn auch zu verändern, dass er diesen Fragen gewachsen ist. Und auch deswegen habe ich natürlich Kontext TV gegründet, weil man natürlich mit den heutigen technischen Mitteln auch andere Medien gründen kann, die diese Fragen stellen und diskutieren. Du sprichst im Buch dann in diesem Zusammenhang auch von kollektiver Realitätsverweigerung. Ich habe nur ein paar spannende Vermutungen oder Thesen dazu von dir gefunden. Du sprichst von Verschwörungstheorien, von geschickter Ablenkung, etwa durch das Hochspielen des Terrorismus und auch von den Grenzen der Lernfähigkeit und von der Entwurzelung der Menschen. Ja, ich meine, den Menschen entgeht das ja nicht, dass wir uns in krisenhaften, chaotischen Zeiten bewegen und das löst Ängste aus. Ne? Und eine Reaktion auf Angst ist, diese Dinge zu verdrängen. Und ich will auch nicht sagen, dass nur die Medienproduzenten daran schuld sind, sondern es gibt ja auch Leute, die sich das angucken. Es gibt auch ein Bedürfnis, sich abzulenken und ein Bedürfnis, das nicht wahrzunehmen, das ich auch verstehen kann. Es gibt auch bei vielen Menschen
das begegnet mir oft, wenn man mal näher ins Gespräch kommt mit Leuten und fragt, ja, wie siehst du denn die Zukunft? Ja, das System fährt doch eh gegen die Wand. Das höre ich relativ oft, ne? Und das ist schon gravierend. Und ich kann das verstehen, aber ich finde, man muss sich ja fragen, selbst wenn das so wäre, dass das System gegen die Wand fährt, müssen wir ja trotzdem schauen, dass wir weiterleben und dass wir die Chancen für möglichst viele Menschen erhöhen, diesen Prozess A zu überleben und B auch ein noch menschenwürdiges Leben in einer anderen Welt führen zu können. Ne? Also es ist eher ein Argument für politisches Engagement. Aber natürlich, diese Ängste äußern sich auf verschiedenen Ebenen. Ich benutze das Wort Verschwörungstheorien nicht für Leute, die so verrückte Sachen sagen, weil es gibt auf der Welt Verschwörungen und wenn man das kriminalistisch aufdecken will, braucht man eine Theorie dazu. Das heißt, eine Theorie zu einer Verschwörung ist erstmal was Legitimes. Aber natürlich meint man damit auch andere Sachen. Ich nenne das dann Verschwörungsideologien. Also Leute, die glauben, dass uns Außerirdische unterwandern oder die Rothschilds irgendwie die Strippen heimlich ziehen oder sowas. Sowas nimmt natürlich auch zu. Und auch diese Variante, dass das Abendland islamisiert werden muss, ist natürlich ein paranoisches Weltbild. Aber Paranoia, jede Paranoia hat Ursachen, die was mit der individuellen Psyche der Menschen zu tun haben, aber die auch was mit kollektiven Ängsten zu tun haben. Also das ist so eine Art, auszuweichen oder die Realität nicht oder verzerrt zur Kenntnis zu nehmen. Und dann gibt es natürlich die schon angesprochene Variante, dass sich politische, ökonomische und auch mediale Eliten einmauern und sagen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, wir sind die gesellschaftliche Mitte, es gibt zu uns keine Alternative. Ne? Und es ist auch eine Art Realitäten, dass sich Dinge verändern, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Bewegungen, Menschen, die das anpacken. Ne? Die Klimabewegung erstarkt und so. Also ich sehe das überhaupt nicht als monolithisch. Ich sehe, dass sehr viel Veränderung auf der Welt passiert. Ihr in Deutschland habt Wahlen gehabt, wir in Österreich haben Wahlen gehabt. Und da war ja ganz augenscheinlich diese Agenda-Verschiebung, dass ein großer Teil der Debatten ist es gegangen um Migration, um Flüchtlinge, um Islam und ganz wenig um ökonomische Fragen, um soziale Fragen, Vermögensverteilung. Genau. Jetzt hast du im Buch die These, zum einen ist das sozusagen Ablenkung, zum anderen gibt es doch Interessen ohne Verschwörungstheorie, die wollen, dass über diese Fragen nicht gesprochen wird. Ja? Wie meinst du das? Ja? Naja, und wen meinst du damit? Ja, es gibt ja ein historisches Beispiel für das Erstarken des Nationalismus, und zwar im 19. Jahrhundert, wo der moderne Nationalismus überhaupt erst geschaffen wurde. Das hatte damit zu tun, dass es sehr starke Arbeiterbewegungen gegeben hat, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa, die das ökonomische System herausgefordert haben, die sozialen Wandel wollten. Ne? Und man hat dann den Begriff der Nation hergenommen, der ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes ist. In der Französischen Revolution war damit gemeint die Gemeinschaft von Gleichheit Freiheit und Brüderlichkeit, ne? Die alle Menschen einschließt in einem Territorium. Aber man hat diesen Nationenbegriff dann von der rechten Seite verändert und dieses Phantasma geschaffen, dass innerhalb eines Territoriums ein einheitliches Volk lebt, das einheitliche Interessen hat, ne? Was ja ein Phantom ist. Also in allen Ländern, ob Deutschland oder Österreich, leben so viele verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen Herkünften, so vielen verschiedenen Ideen davon, wie man leben sollte. Ne? Diese Idee, wir sind ein Volk, ist konstruiert worden. Und sie ist hergestellt worden massiv mit allen nationalen Symbolen. Da hat man Flaggen geschaffen, da hat man Rituale geschaffen, dass man sich hinter der Flagge versammelt. Das Militär war natürlich sehr wichtig. Und letztlich war das ein Programm, mit dem auch Teile der Arbeiterklasse, also nicht alle haben da ja mitgemacht, aber Teile der Arbeiterklasse haben sich dann in diese Fantasie hineinbegeben, wir sind ein Volk und das Problem ist nicht, dass die einen uns ausbeuten und zu reich sind, sondern das Problem ist, dass da auf der anderen Seite der Grenze die Franzosen stehen und uns alles wegnehmen wollen, was natürlich auch ein Hirngespinst war. Aber das ist immer wieder die gefährliche Art der Ablenkung, wenn die sozialen Konflikte zunehmen, dass man das auf die nationale Schiene schiebt. Und die Versuchung ist natürlich groß, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo die Leute total entwurzelt sind eigentlich. Die sind also in dieser neoliberalen Phase besonders, sind Menschen zunehmend zu Atomen gemacht worden, die gegeneinander konkurrieren auf einem globalen Markt. Ne? Das entspricht nicht dem, wie Menschen sind. Menschen sehen sich auch danach Teil von einer sinnvollen Gemeinschaft zu sein. Ne? Und der Nationalismus nimmt dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, die sehr legitim ist, und projiziert das auf dieses Fantasiegebilde eines einheitlichen Volkes. Und das ist das, was wir gerade erleben in vielen Teilen der Welt. Das ist nicht der einzige Grund, warum es nach rechts geht. Aber ja. Zu neuen Antworten kommen wir im zweiten Teil.
Ich habe jetzt noch zwei Dinge aus dem Buch zu den Befunden, wo man darüber streiten kann. Ja? Du schreibst im Buch, wir sind am Anfang einer chaotischen Übergangsphase, die mindestens einige Jahrzehnte dauern wird und deren Ausgang völlig ungewiss ist. Mhm. Jetzt gibt es sozusagen diese Kollaps-Theorien schon sehr lange und manche sagen ja, auch der Zusammenbruch des Kapitalismus wurde schon sehr oft in den Raum gestellt und er hat immer wieder überlebt. Ja. Mhm. Bei ökologischen Krisen weiß man es noch nicht so und trotzdem gibt es viele Stimmen, wir werden das schon hinkriegen mit anderen Technologien. Wie antwortest du dann sozusagen auf diese fast doch apokalyptische Aussage in deinem Buch? Naja, erstmal muss man ja sagen, das ist kein Beispiel für ein gesellschaftliches, komplexes, hierarchisches System gibt, das ewig gewesen ist. Das gibt es nicht. Ne? Und die Annahme, dass ausgerechnet unseres ewig sein sollte und dass wir am Ende der Geschichte angelangt seien und der Kapitalismus ewig weitergeht, ist ja vollkommen absurd. Nichts deutet darauf hin, dass das so sein könnte. Und die nächste Frage ist natürlich, wie lang kann so ein System existieren? Das kann letztlich keiner beantworten. Und der Kapitalismus, das ist vollkommen richtig, ist extrem erfinderisch gewesen, Krisen auch wiederum zu seinen Gunsten zu drehen. Ne? Naomi Klein hat ja auch ein tolles Buch geschrieben über den Desaster-Kapitalismus, ne? Die Shock-Doctrine, wie also kapitalistische Kräfte auch Naturkatastrophen, andere Katastrophen benutzen, um sich noch stärker in den Sattel zu üben. Keine Frage. Ne? Wir sind aber, und das führt dann dahin zu sagen, dass es schwierig wird für dieses historische System des 21. Jahrhunderts, so wie es ist, zu überleben, in einer Situation, die es, was du ja auch gesagt, noch nie gegeben hat. Kein System hat bisher die ökologischen Grenzen in dieser Weise gesprengt. Und das hat damit zu tun, dass es ein System ist, das auf endlose Expansion beruht. Das übergeordnete Prinzip ist ja endlose Kapitalakkumulation. Das heißt, das Kapital, das einmal da ist, muss immer wieder reinvestiert werden, sich verwerten und muss wieder mehr Geld produzieren. Und das in alle Ewigkeit. Das ist in unsere Institutionen ganz tief eingegraben, in Aktiengesellschaften zum Beispiel. Die existieren ja nur, um Geld zu vermehren. Und die 500 größten Aktiengesellschaften kontrollieren fast die Hälfte des Weltsozialproduktes, der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das sind Maschinen, wenn man so will, deshalb diese Maschinenmetapher, die immer weiter expandieren müssen, weil wenn sie das nicht tun, dann ziehen die Anleger ihr Geld da raus und stecken das woanders rein. Ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo tatsächlich das System Grenzen sprengt. Man kann natürlich sagen, jede Naturkatastrophe, das sehen wir auch bei sowas wie in Houston, bei dem Hurricane-Katastrophe, ist wieder eine Gelegenheit für Kapitalisten, ne? Daraus auch wieder Geld zu machen, das wieder aufzubauen. Und das stimmt auch. Ne? Aber die ökologischen Grenzen nehmen natürlich auch Ausmaße an. Wir haben zum Beispiel eine Studie jetzt oder zwei Studien gehabt, die sagen, dass große Teile des Nahen Ostens und Nordafrikas in den nächsten 50 Jahren unbewohnbar werden, wenn wir mit dem Klimawandel so weitermachen. Wir wissen, dass durch das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher die Wasserversorgung von 1,5 Milliarden Menschen gefährdet ist. Die großen Flüsse Chinas, Nordindiens, Südostasiens speisen sich, vielen Dank, das ist gut, speisen sich aus diesen Wassermassen und von den schmelzenden Gletschern. Wenn die weg sind, bleibt das Wasser aus. Also, und auch die USA haben massive Probleme von diesem Typ. Ich sage überhaupt nicht, das System wird dann und dann enden. Das halte ich für absurd. Die Erfahrung mit historischen Systemen, die in Krisen geraten und möglicherweise in ihrer eigenen Logik nicht weiter funktionieren, ist eigentlich eher, wenn man das Römische Reich und sowas anschaut, dass es Übergangsphasen gibt, die damals über Jahrhunderte gingen. Wir leben in schnelleren Zeiten, schnellere Transport- und Kommunikationsmittel, das kann Jahrzehnte sein, wo sich neue Sachen abzeichnen, neue Sachen bilden. Wir sind aber in einem Prozess, der relativ gefährlich ist, weil wir in einer Welt leben, anders als im alten Rom, mit extrem gefährlichen Waffen und Risikotechnologien. Ne? Und deswegen sind diese Übergänge extrem heikel. So ein Übergang muss aber nicht zwingend apokalyptischer Art sein. Das auch der Niedergang des Römischen Reiches, da wird einem immer so erzählt, als das Römische Reich ist untergegangen, wie traurig. Aber für die Mehrheit der Bevölkerung war es eher eine Befreiung. Die Sklaverei ist aus Europa verschwunden damals. Die Bauern mussten nicht mehr diese 600.000 Mann starke Armee finanzieren. Es war für manche Teile eine Erleichterung. Und solche Übergänge sind also denkbar, sie sind gestaltbar, aber sie sind natürlich sehr risikoreich. Mhm. Wie du in deinem ersten Buch auch schreibst, dass es den Menschen im Mittelalter besser gegangen ist als in der nachfolgenden Feudalphase mit diesen vielen Kriegen. Ja, das ist eine andere Form der Wahrnehmung von Geschichte. Ja. Genau, also Geschichte wird ja meist von den Siegern geschrieben in der Geschichte und deswegen neigen wir dazu, historische Phasen auch durch diese Brille zu sehen. Ne? Mhm.
Jetzt würde aber jemand sagen, ja, aber wenn man erkennt, so geht das nicht weiter, dann wandert das Kapital eben in andere Bereiche. Mhm. Es gibt auch die Bewegung des Divestments, dass sozusagen jetzt auch Fonds aus fossilen Energien, aus Kohle aussteigen und jetzt setzen, um wieder Gewinn zu machen auf erneuerbare Energien. Ja. Ja, wie schätzt du das ein? Ich finde die Divestment-Kampagne super. Das brauchen wir, aus den fossilen Energien das Kapital rausziehen. Das machen ja ganz viele Universitäten, teilweise Städte schon. Das ist ganz wichtig. Aber das Problem ist, dass wenn man nicht die ökonomische Logik darunter auch verändert, dann kommen wir immer wieder in diese Spirale rein. Ein sehr gutes Beispiel ist die Autoindustrie. Wir reden ja jetzt viel über Elektromobilität und selbstfahrende Autos und so weiter. Wenn man sich die Verkehrsentwicklung anguckt, ist ganz klar, dass wir ein ganz anderes Verkehrssystem bräuchten, um aus der Klimakrise herauszukommen. Also weniger Verkehr, mehr öffentliche Transportmittel, kürzere Wege, Siedlungsstrukturen umbauen und so weiter. Warum geht die Diskussion nur in die Richtung, Elektroautos zu bauen, also unser Verkehrssystem so wie es ist aufrechtzuerhalten, nur mit einem anderen Antrieb? Naja, weil die Autoproduzenten natürlich Autos verkaufen wollen, sich das Kapital verwerten soll. Deswegen wird diese Richtung gerade im Autoland Deutschland auch blockiert. Ein Elektroauto kostet in der Herstellung 60% mehr CO2 als ein normales, konventionelles Auto. Ne? In der Herstellung. In der Herstellung. Im Betrieb nicht. Ja. Im Betrieb nicht. Das kommt drauf auf den Energiemix an. Ne? Wenn man jetzt alles mit Erneuerbaren hätte, das müsste man sehr, sehr viel Erneuerbare bauen, um die ganzen Autos damit anzutreiben, dann würde sich die Bilanz verbessern. Aber sie wäre immer noch sehr problematisch. Ich habe neulich mit einem bolivianischen Aktivisten gesprochen, der aus den Anden kommt, und der sagte, dass jetzt schon für das Lithium, das man für die Batterien braucht, den Leuten in den Anden das Wasser abgegraben wird, weil man braucht für die Lithiumproduktion enorm viel Wasser. Und jetzt werden ja noch nicht viele Elektroautos gebaut. Wenn man das in großem Maßstab, Milliarden von Elektroautos bauen, ne, würde man die nächste ökologische Katastrophe produzieren. Das heißt, da brauchen wir ein Umdenken, glaube ich, um die tiefen ökonomischen Strukturen so zu verändern, dass sie eben nicht mehr der endlosen Geldvermehrung dienen, wie das so eine Aktiengesellschaft tun, sondern dass sie bedarfsorientiert arbeiten können. Das kann man ja tun. Man kann also gemeinwohlorientierte Betriebe schaffen, die zum Beispiel Straßenbahnen und Busse und sowas bauen und die, wenn man weniger davon braucht, ne, das tun, was erstmal sinnvoll wäre. Wenn man denselben gesellschaftlichen Effekt mit weniger Aufwand haben kann, ist das ja eine gute Nachricht. Dann müssen wir nämlich weniger arbeiten. Dann kann man die Arbeitszeiten verringern, um denselben gesellschaftlichen Nutzen mit weniger Aufwand zu betreiben. Aber dazu muss man die ökonomischen Strukturen verändern. Meine letzte Frage zu den Befunden, weil du kommst ja schon, was wichtig ist, zu den Auswegen. Sorry. Kein Problem. Ich glaube, es ist unbestritten, dass es ein Wirtschaftsversagen gibt hinsichtlich Verteilung weltweit. Ja. Wir haben eine Ökonomie für die Satten, für die, die Kaufkraft haben und nicht für die, die Hunger haben, die sozusagen große Bedürfnisse hätten. Ja. Für die wird nicht produziert. Ja. Es ist, glaube ich, auch unumstritten, dass diese Form von Kapitalismus ökologisch nicht nachhaltig ist. Ja. Du vertrittst aber auch die These in deinem Buch, dass diese Form von Wirtschaft nur überlebt, sozusagen immer permanent weiter wachsen kann, weil sie öffentlich mit unseren Steuermitteln subventioniert wird. Ja? Du verwendest den Begriff, das sind Tributzahlungen. Ja. Erklär uns das bitte. Ja. Wenn man sich mal diese 500 größten Aktiengesellschaften, von denen ich gesprochen habe, anschaut, Hälfte des Weltsozialproduktes, dann sieht man, dass sehr viele von denen ohne Subventionen gar nicht mehr überleben könnten. Die sehr konservative Internationale Energieagentur schätzt zum Beispiel, dass die fossilen Energiebranchen, also Erdöl, Erdgas und Kohle, jedes Jahr mit 500 Milliarden Dollar subventioniert werden. Das ist eine konservative Schätzung. Der Internationale Währungsfonds berechnet das ein bisschen anders. Der kommt sogar auf 5.000 Milliarden Dollar jedes Jahr für diejenigen, die uns den Planeten gegen die Wand fahren. Das ist Fact on the ground. Und sogar der IWF sagt, das kann so nicht weitergehen oder will schon was heißen. Die gesamte Autoindustrie könnte zum Beispiel ohne diese Subventionen gar nicht leben. Wenn das Benzin auch nur die ökonomische Wahrheit sagen würde, von der ökologischen mal ganz zu schweigen, nur die ökonomische Wahrheit, könnten sich die meisten Österreicher und Deutschen und so weiter kein Autofahren mehr leisten in diesem Stil, würde die Autobranche ruinieren. Das heißt, und wenn man sich das anguckt, die größten 10 Unternehmen und 20 Unternehmen sind vor allem eben Erdöl und Autos, ne? Klar.
Dann kann man durch andere Branchen durchgehen. Unser gesamtes Großbankensystem würde nicht mehr existieren. Sämtliche Großbanken in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, Großbritannien, USA würden nicht mehr existieren, wenn sie seit 2008 nicht mit Billionen von Euro und Dollar gerettet würden. Allein der deutsche Steuerzahler hat unterm Strich dafür 60 Milliarden Euro bezahlt, nur für die deutschen Banken. Da ist noch nicht mal einberechnet, dass die ganzen Griechenland-Rettungen, hat man ja immer gesagt, wir retten die Griechen. Das war immer nur Bankenrettungen über den Umweg von Griechenland, um die französischen und deutschen Banken zu retten. Das sind noch mal viele, viele Milliarden, also das kann man alles aufaddieren. Das gehört zum Geschäftsmodell dieser Banken dazu und die gehören ja auch zu den großen 500. Man kann die Pharmaindustrie sich angucken, die Verteilung von Forschungsgeldern ist auch ein Subventionsfaktor, ein ganz wesentlicher. Die deutsche Bundesregierung hat eine Hightech-Strategie aufgelegt von 27 Milliarden Euro. Das geht vor allem an E.ON, BASF und Daimler. Das sind eigentlich Subventionen für diese Unternehmen. Und für den sozial-ökologischen Umbau, für die Forschung dazu, wird ein Tausendstel dessen zur Verfügung gestellt, 30 Millionen Euro. Und es gibt noch viele andere Formen der Subventionen, zum Beispiel Steueroasen aufrechtzuerhalten für diese großen Konzerne. Da profitiert ja nicht die Pommesbude von nebenan von, sondern das sind ja die großen Konzerne, die von den Steueroasen profitieren. Und die europäischen Staaten könnten den ruckzuck, die könnten den morgen den Deckel zumachen, dass ein Staat, dass solche Inseln, Kanalinseln von Großbritannien irgendwie als Steueroasen fungieren. Wenn man einmal sagen würde, ja, dann machen wir halt eine Blockade, dann bekommt ihr auch keine Lebensmittel mehr, dann wäre morgen Schluss. Ne? Es gibt auch noch ein einfacheres Mittel, die Europäische Zentralbank könnte sagen, jeder, der mit den Steueroasen Geschäfte macht, kriegt bei uns kein Konto mehr. Dann könnte keine größere Bank, die brauchen ein Konto bei der EZB, könnten die das nicht mehr machen. Ne? Es ist also politisch protegiert, um den großen Konzernen eben diese enorm milliardenschweren Vorteile zu verschaffen, um im globalen Wettbewerb seine eigenen Player zu rüsten. Ne? Das gehört auch in der Logik des Systems, dass die Staaten immer darum konkurrieren, jeder will seinen größten Player haben. Und das ist in der Logik des Systems halt so angelegt. Aber es ist natürlich auch, finde ich, für eine Transformation, für einen ökologisch-sozialen Wandel eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn eigentlich in der Theorie sollten ja die Bürger über den Umweg der Wahlen, über die Verwendung von Steuergeldern entscheiden. Das ist eine ganz wichtige Funktion von Wahlen. No taxation without representation war der Slogan in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Also keine Besteuerung, ohne dass wir was dazu zu sagen haben. Also theoretisch könnten Bürger sagen, nein, das muss umgebaut werden. Unsere Steuergelder müssen für anderes verwendet werden. Die meisten wissen das nur leider nicht, wie es ist. Und ich bin gar nicht gegen Subventionen. Ne? Ich glaube, der Staat muss durchaus auch durch Subventionen lenken, aber eben in die Akteure, die den sozialen und ökologischen Umbau gestalten. Also das Ding umzubauen, dieses perverse Subventionswesen, würde einen ganz wichtigen Beitrag leisten zum Umbau. Die industrielle Landwirtschaft ist auch so ein Beispiel. Die kann auch nur funktionieren mit der enormen Zerstörung, die sie anrichtet, weil sie hochgradig subventioniert ist. Vor einigen Tagen war ja große Meldung in vielen Medien, dass man die ganze Welt biologisch ernähren könnte und niemand hungern müsste, wenn man das Agrarsystem umstellen würde. Ja. Ein anderer Aspekt ist noch, wenn du die Zahl genannt hast, 600 Milliarden Subventionen für fossile Energien. Ich habe eine Zahl gelesen, ich glaube 500 oder auch 600 Milliarden Dollar pro Jahr wird für Wirtschaftswerbung ausgegeben. Das ist auch ein Moment, um diesen wachstumsgetriebenen Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Hm. Jetzt kommen wir mal zu deinen Vorschlägen. Ja? Die sind im Buch so auf sich gelesen, sozusagen zweigeteilt. Du hast sehr konkrete Vorschläge, die sich sozusagen an die Staaten richten, ist an die Regierung, aber indirekt natürlich dann auch an uns Bürger und Bürgerinnen, um das von den politischen Eliten einzufordern. Und dann hast du Vorschläge, die sozusagen zivilgesellschaftlich von unten wachsen können, neue Unternehmensformen, neue Formen des Zusammenlebens und so weiter. Machen wir es wieder zweigeteilt. Ja. Was wären, du hast gesprochen von diesem Wachstumszwang, von diesem Profitorientierung, was wären die für dich wesentlichen politischen Steuerungshebeln, um hier auszusteigen und hier sozusagen zu einem neuen Weg zu kommen? Ja, also ich glaube, wir müssen eben unsere Institutionen umbauen, dass sie nicht für den Profit
arbeiten, sondern fürs Gemeinwohl. Und wie geht das? Und wie geht das, genau. Da gibt es natürlich auf der einen Seite die Ebene der Unternehmen selbst und der verschiedenen ökonomischen Akteure und die Ebene der Rahmenbedingungen. Ne? Es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmensformen, die versuchen, Sachen anders zu machen. Genossenschaftliche Banken zum Beispiel. Ich war jetzt am Wochenende eingeladen bei der GLS Bank, also einer sozial-ökologischen Bank. Eine Genossenschaft ist ja auch eine andere Eigentumsform als so eine Aktiengesellschaft, obwohl sie manchmal auch ein bisschen wie eine AG funktionieren kann, wenn man es falsch macht. Es gibt viele Akteure, die das machen. Die haben nur ein Problem, dass die gesetzlichen, staatlichen Rahmenbedingungen die Großen enorm bevorteilen. Zum Beispiel durch das Subventionswesen, aber durch auch ganz viele Auflagen, die es den Kleinen unheimlich schwer machen, dagegen anzukommen. Und gegen diese Großbanken kommst du ja auch ganz schwer an, wenn die mit so vielen Billionen gefördert sind und du als kleine Genossenschaftsbank kriegst keine Pfennigförderung, ne, dann ist der Markt komplett verzerrt. Das heißt, man müsste erstmal dafür sorgen, dass diese gemeinwohlorientierten Unternehmen zumindest erstmal ein ebenes Feld haben, zumindest nicht benachteiligt werden. Ich würde sogar sagen, bevorteilt werden. Und dafür gibt es interessante Vorschläge, zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, die von dem Christian Felber und Attac Österreich mitentwickelt wurde. Die ist hier in Salzburg ortsbekannt. Ah ja, okay. Wer kennt die Gemeinwohlökonomie hier im Saal? Okay, da muss ich Ihnen darüber, glaube ich, nicht viel erzählen. Also das Spannende ist ja, um das nur noch ganz kurz dazu zu sagen, das Interessante ist nicht nur, dass da eine Gemeinwohlbilanz von Unternehmen erstellt wird, sondern dass der Staat eben sagt, der, wenn eine gute Gemeinwohlbilanz hat, der zahlt wesentlich weniger Steuern. Der kriegt öffentliche Aufträge mit einer schlechten Gemeinwohlbilanz nicht. Das Kreditwesen ist danach gepolt und so weiter. Das würde die Sache schon vom Kopf auf die Füße stellen. Man darf auch nicht vergessen, in der Gemeinwohlökonomie steht auch eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse drin. Ne? Genau. Ab einer bestimmten Größe geht ein Betrieb in die Hände der Belegschaft über. Und nicht nur das. Das ist ja schon ein altes Modell, dass die Betriebe, Großbetriebe in die Hände der Belegschaft gehören. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, VW gehört ja schon zu 25% oder 20% dem niedersächsischen Staat. Aber wenn es jetzt ganz im Belegschaftshand wäre, würden die Arbeiter natürlich trotzdem Interesse daran haben, schmutzige Dieselfahrzeuge auf der ganzen Welt zu verkaufen, weil das ihre Arbeitsplätze sichert. Ist ja auch verständlich. Ne? Deswegen ist in der Gemeinwohlökonomie auch noch drin, dass diejenigen, die davon betroffen sind, mit über die Unternehmenszwecke entscheiden. Das heißt Vertreterin des globalen Südens, Vertreter, die Klimaanwälte und so weiter, ne? Um das unternehmerische Handeln wirklich an der Gemeinwohlbilanz, was in der ganzen Wertschöpfungskette eben an ökologischen Kosten produziert wird, zu verändern. Und das würde dann tatsächlich was verändern. Ja. Ne? Du referierst ja ein Buch, das römische Eigentumsrecht, auf dem unser Eigentumsbegriff basiert und schlägst eben eine Adaptierung des Eigentumsbegriffs vor. Ist das jetzt bezogen auf Unternehmensgröße oder ist das noch mehr? Das ist auf jeden Fall mehr. Das römische Eigentumsrecht ist ja ein sehr, sehr besonderes und auch sehr extremes Recht. Ne? Das war eine patriarchale Gesellschaft in Rom und der Pater Dominium, der das Dominium, sein Anwesen kontrolliert hat, der hatte eine totale Verfügungsgewalt über das Land, über das Vieh, und über seine Familie und die Sklaven. Ne? Er konnte die verkaufen, er konnte alles damit machen, den Grund zerstören und so weiter. Wenn man sich mal unseren Eigentumsbegriff anschaut, sieht man, dass bei näherer Betrachtung Eigentum ja ein Container ist, wo ganz viele verschiedene Nutzungs- und Verfügungsrechte drin sind. Wenn man zum Beispiel ein Stück Land hat, kann man drauf spazieren gehen. Ne? Das ist Usus im Lateinischen. Man kann die Früchte dieses Landes nutzen, wenn man darauf was anbaut, die Kartoffeln dann erntet. Das ist Usus Fructus, der Nießbrauch. Man kann das Land aber auch zerstören, indem man da zum Beispiel, wenn da Bodenschätze gefunden werden, eine Kupfermine macht. Das nennt man Abusus, ne? Die Zerstörung. Und es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Rechten. Man kann es beleihen, verpfänden und so weiter. Was würdest du jetzt verändern? Ja, also erstmal das römische Eigentumsrecht ist die extreme Form, dass jeder, der irgendwas hat, alles damit machen kann. Das war im Mittelalter ja zum Beispiel anders. Wer ein Stück Land hatte, der hatte es zum Lehen bekommen. Der konnte es zum Beispiel nicht verkaufen oder verpfänden. Ne? Es gibt auch, bis heute gibt es natürlich auch Restriktionen. Nicht jeder kann sein Altöl auf seinem Stück Land ausleeren oder so weiter. Ne? Es gibt schon gewisse Restriktionen. Aber ich denke, wir brauchen eine Diskussion darüber, welche Eigentumsformen für welche Arten von Dingen
notwendig sind. Es ist ja was anderes, ob ich eine Banane in der Hand habe, da kann man vielleicht sagen, ja, da kann ich Abusus mit betreiben, indem ich sie einfach aufesse. Kann man sich natürlich fragen, wenn anderer neben mir verhungert ist, ob das rechtens ist, aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man einen Weltkonzern hat, der einigen wenigen Leuten gehört, die damit machen können, was sie wollen, oder ein gigantisches Stück Land in Chile besitzt und da eine Kupfermine aufmacht und das ganze Land zerstört für unendlich viele Generationen. Ne? Wir brauchen also einen Eigentumsbegriff, der differenziert, danach schaut, welche Eigentumsform ist verantwortbar für was. Und für große Betriebe, und das sagt ja auch die Gemeinwohlökonomie, braucht man eben Eigentumsformen, wo alle, die von dem Handeln dieses Betriebes betroffen sind, tatsächlich mit darüber entscheiden, was er macht. Ne? Und beim Eigentum kann man auch noch sich andere Branchen anschauen, was ja auch sehr interessant ist, und zum Beispiel die Immobilienbranche. In Berlin, wo ich lebe, haben sich die Mieten bei Neuvermietungen in den letzten 3-4 Jahren verdoppelt. Man zahlt also für dieselbe Wohnung, für die man bisher 6 oder 7 Euro für einen Altbau pro Quadratmeter gezahlt hat, zahlt man jetzt 12, 13, 14 Euro, ohne dass irgendwas gemacht ist. Das heißt, dieses zusätzliche Geld, was da abgezogen wird, blockiert auch die lokalen Ökonomien. Die Leute in Berlin müssen die Hälfte ihres Einkommens für Miete aufwenden. Ja. Wenn man die Eigentumsverhältnisse verändern würde im Immobiliensektor, zum Beispiel indem man die großen Immobilienfirmen in genossenschaftliche oder öffentliche Hand wieder zurückführt, dann könnte man kostendeckende Mieten machen und dann müssten die Leute nur noch vielleicht 25% ihres Einkommens für Miete aufbringen und dann könnten sie denselben Lebensstandard mit 75% ihres Einkommens haben. Das heißt, sie können Arbeitszeit reduzieren und denselben Lebensstandard haben. Das zeigt, wie tief unsere gesellschaftliche Veränderung von diesen Eigentumsformen verändert ist. Und das vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Man kann sowas machen. Zum Beispiel das deutsche Grundgesetz erlaubt und fördert sogar Enteignung für das Gemeinwohl, Überführung, Vergesellschaftung für das Gemeinwohl. Das steht da alles drin, Paragraphen Artikel 14 und 15. Und in Berlin zum Beispiel gab es sehr, sehr viel öffentliche Wohnungsgesellschaften, bis sie dann in den 90ern privatisiert wurden. Also das sind keine Einbahnstraßen, will ich damit sagen. Wenn starke gesellschaftliche Kräfte sich dafür einsetzen, kann man sowas auch wieder zurückführen. Okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo siehst du am ehesten jetzt die politischen Bewegungen, die politischen Kräfte, um hier gegenzusteuern? Könnten das Städte sein, Kommunen? Naja, die Kommunen, wir haben jetzt in Berlin zum Beispiel eine rot-rot-grüne Regierung. Was die tun, ist einzelne Häuser zu Marktpreisen zurückkaufen. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, wie man das macht. Die müssen schon von der Bevölkerung, von der Zivilgesellschaft zum Jagen getragen werden. Also da braucht es sehr starke Bewegungen, die einfach sagen, mit diesen hohen Mieten ist Schluss. In Berlin gibt es starke Mieterbündnisse. Die sind aber bisher noch nicht stark genug, dass sie den Senat wirklich dahin befördern können. Und sie haben auch keine Vision, die Eigentumsfrage angeht. Da geht es immer nur drum, was auch sinnvoll ist. Ne? Der Senat soll die Mieten irgendwie deckeln, das kann man auch machen. Aber ich glaube, es liegt ja im Interesse der Mehrheiten der Bevölkerung, eigentlich die Eigentumsfrage an dem Punkt zu stellen. Da braucht es viel Aufklärung und da braucht es dann eben auch noch starke Impulse. Aber es ist möglich. Gestern, es war Mitternacht, auf ARD wurde der Wohlstandsreport Deutschland ausgesendet. Gut gemacht, es war nur eben Mitternacht und nicht zur Hauptsendezeit. Und da war ein Beispiel, es gibt jetzt erste Mieterparteien in Deutschland, die eben auf diese Dilemmata reagieren. Aber das Stichwort wäre für mich ein anderes, du hast es vorhin schon angesprochen, die Rolle der Medien. Im Buch kommt ja vieles, Agrar- und Energiewende, ich glaube, die ist hier bekannt, wie das gehen könnte. Kannst du aber gerne ein bisschen was dazu sagen, aber du sagst, ganz wichtig sind auch Universitäten, Medien und Schulen. Ja? Ein paar Begriffe, da, ein paar Wörter dazu. Ja, also unser Bildungssystem ist natürlich ganz wichtig, weil es die Leute sehr stark prägt in ihren Lebensanschauungen, in ihren Wertvorstellungen. Wir haben immer noch ein Schulsystem in Deutschland, das eigentlich aus der preußischen Zeit stammt. Hat sich zum Glück was geändert, also die Prügelstrafe ist abgeschafft worden und so, aber wir haben immer noch ein Notensystem, obwohl wir wissen, dass Kinder eigentlich aus Eigenmotivation viel besser lernen, als dadurch, dass sie durch ein fremdbestimmtes System
genötigt werden. Also ich glaube, unser Schulsystem ist im Prinzip gar nicht so sehr dafür da, Stoff zu erlernen. Dafür ist es funktioniert es extrem schlecht. Die meisten Kinder und Jugendlichen haben 95% des Stoffs innerhalb von Stunden eigentlich schon wieder vergessen. Es erlernt aber was anderes. Es erlernt, dass wir vorgegebene Aufgaben, deren Sinn wir nicht verstehen, ausfüllen, um uns in einem Punktesystem voranzuarbeiten, nämlich Bestrafung zu vermeiden, Sitzenbleiben vermeiden, gute Noten uns heranzuschaffen. Das ist also eine Form des Erlernens von entfremdeten Arbeiten, was in unserer Wirtschaft ja auch benötigt wird. Und das ist ganz wichtig, das zu ändern. Und es gibt ja seit mehr als 100 Jahren reformpädagogische Strömungen, die sowohl eigene Schulen gründen, als auch in den staatlichen Schulen das verändern. Und da tut sich auch was. Das ist also ein Aspekt. Wirtschaftsunterricht in der Schule ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ich finde es auch richtig, das zu fordern, dass Wirtschaft in der Schule mehr gelehrt wird. Aber das Problem ist, dass in Deutschland zum Beispiel die Banken jetzt die Materialien für die Schulen schreiben. Ne? Und da ist die Zivilgesellschaft eben gefordert, zu sagen, stopp, das darf nicht sein. Und es werden also kritische Materialien oder zumindest Materialien, die verschiedene Sichtweisen repräsentieren, in den Schulunterricht für den Schulunterricht produziert. Und für die Universitäten gilt das natürlich auch in hohem Maß. Es ist in den letzten 30 Jahren gelungen, eine extrem seltsame Wissenschaft, von der sehr viele Wissenschaftler selbst sagen, dass sie eher einer Religion gleicht als einer Wissenschaft, zu einer Monokultur zu machen, nämlich die neoklassischen Wirtschaftswissenschaften. Ich glaube nicht, dass es sich dabei um Wissenschaften handelt. Die haben ganz viel tolle Mathematik. Das ist sehr komplex, was die da machen. Die Mathematik ist super. Aber wir haben es komplett versäumt, irgendwelche Vorhersagen, die eintreffen, zu machen. Und Wissenschaft im harten Sinne definiert sich dadurch, dass du falsifizierbar bist. Das heißt, dass du was voraussagst und wenn es nicht eintritt, ist deine Theorie Mist. So einfach ist das in der Physik und in allen wirklichen Wissenschaften. Die Neoklassik hat nur falsche Vorhersagen produziert und trotzdem wird sie weiter als Wissenschaft reproduziert und besetzt fast alle Lehrstühle in Europa und in den USA noch immer. Es gibt Leute, die wollen das ändern. Zum Beispiel gibt es in Deutschland ein Netzwerk Plurale Ökonomik, von Studierenden und Professoren gemeinsam getragen. Die sagen, wir müssen eine Pluralität in den Wirtschaftswissenschaften herstellen, wo zum Beispiel sowohl keynesianische Ansätze als auch postwachstumsökonomische Ansätze und viele mehr mitgelehrt werden, um damit die Studenten eben lernen, selber zu denken und herauszufinden, was macht eigentlich Sinn von diesen ganzen Modellen. Ne? Also das ist ein Kampf, der im Gange ist. Ich möchte auch nur noch daran erinnern, dass es wird ja oft vom Wirtschaftsnobelpreis geredet. Es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis. Der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis ist lange nach Alfred Nobels Tod zustande gekommen, von der schwedischen Nationalbank gegründet, im Wesentlichen um neoliberalen Theoretikern einen Preis zu verleihen, der so klingt, als ob es ein Nobelpreis wäre. Ich weiß nicht, ob Alfred Nobel diesen Preis tatsächlich unterschrieben hätte. Er wird also manchmal auch guten Leuten gewährt, aber er wird auch teilweise ganz abstrusen Theorien gewährt. Es ist also auch eine Form der ideologischen Kriegsführung, sich so einen Preis zu schaffen und damit Theorien, die nie irgendwas richtig vorausgesagt haben, ein Renommee zu verschaffen. Wir wissen ja, dass systemisch das ganz wichtig ist, wer zum Beispiel welche Lehrstühle besetzt und auch was in den Schulen unterrichtet wird. Wir haben jetzt gerade eine Publikation machen können, heißt Wie wirtschaften, ein kritisches Glossar, genau mit dem Ziel, andere Inhalte auch an Schulen zu bekommen. Ich habe gestern 16 Junglehrerinnen da gehabt, die waren ganz dankbar, dass sie mal was anderes erfahren. Ja. Mhm. Ich denke, das sind Multiplikatoren, die tragen das ja wieder, die haben dann viele Hunderte, Tausende von Schüler und Schülerinnen. Ja. Ja. Das hat wahrscheinlich ebenso viel Wirkung wie unser spannender Vortrag heute Abend. Haben wir Lehrer und Lehrerinnen unter uns? Ah. Super. Ja, ich meine, die meisten müssen jetzt Hausaufgaben korrigieren am Abend, Lehrer und Lehrerinnen. Am Begriff hast du drinnen Gatekeeper. Mhm. Was sind Gatekeeper? Also Gatekeeper sind Türhüter oder Türsteher, wenn man so will. Deren systemische Funktion ist halt bestimmte Ansichten oder Strömungen, die systemgefährdend wirken können, bis aus dem Diskursen herauszuhalten. Und man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass so Gatekeeper absichtsvoll immer designt werden, dass also so eine zentrale Instanz ist, die sagt, wir stellen jetzt da den Türhüter und X und Y hin, damit kritische Sachen nicht durchkommen. Das sind Sachen, die sich systemisch bilden. Und im Buch beschreibe ich mehrere davon. Das hatten wir am Anfang auch schon, dass unsere politischen Systeme so organisiert sind, dass sie
Sachen, die Zukunftsfragen stellen und auch Sachen, die Ansichten, Analysen, die tatsächlich einen tiefen Umbau unseres Systems auf dem Plan haben, dass die ein Stück weit ausgefiltert werden. Das sehen wir in der Art, wie große Parteien funktionieren. Wir sehen das in Medien auch teilweise, die eben in diesen kurzen Fristen denken, die einerseits sehr ereignisorientiert denken, personenorientiert denken, aber Strukturen selten in den Blick bekommen. Das könnte man natürlich anders machen. Bei den privaten Medien kommt erschwerend hinzu, dass es eine enorme Eigentumskonzentration im Medienbereich gibt. Also in Deutschland wird der größte Teil der Zeitungen und auch der großen Verlage von im Prinzip 8 bis 10 Milliardärsfamilien kontrolliert. Es ist extrem verdichtet, konzentriert im Eigentum. Es wird auch immer intensiver. Es gibt sehr, sehr viele Städte, die inzwischen monopolistische Strukturen haben, wo es eigentlich nur noch einen Lokalzeitungsanbieter gibt. Auch große Städte übrigens wie Frankfurt, wie Stuttgart und so weiter sind am eigentlich einen monopolistischen Zeitungsmarkt inzwischen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Denn häufig sind es dieselben Inhaber großer Vermögen, die ihr Geld in so einem Medienkonzern drin haben, wie diejenigen, die haben dann gleichzeitig große Wohnungsbaugesellschaften, und die werden jetzt natürlich nicht unbedingt Chefredakteure anstellen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie die Eigentumsfrage im Immobilienmarkt stellen. Das ist jetzt, liegt relativ nah. Also das ist ein Teil der Filter, die so wirken. Aber ich sage auch, das sind an Türhütern kann man ja vorbeikommen, wenn man es geschickt macht. Ne? Wenn man die richtige Sonnenbrille in der richtigen Disco, dann kommt man vielleicht rein. Das heißt, die sind nicht komplett undurchlässig. Ne? Auch unsere großen Medien, da gibt es überall engagierte Journalisten. Und wenn es starke soziale Bewegungen gibt, dann kann da auch was verändert werden. Und in Parteien ja übrigens auch. Es ist sehr interessant, was in Großbritannien in dem letzten Jahr passiert ist. Seit Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden der Labour Party gewählt wurde, sind mindestens 300.000 neue Mitglieder eingetreten. Vor allem junge Menschen, die eigentlich komplett abgegessen waren, die gesagt haben, wir wollen mit dem politischen System nichts mehr zu tun haben. Aber seit Jeremy Corbyn da ist, haben sie das Gefühl, dass sie überhaupt mal wieder eine Wahl haben, wenn sie zur Wahl gehen, ne? Und die Parteielite, die sehr neoliberal geprägt ist von der Labour Party, hat mehrfach versucht, den Corbyn abzusägen. Dann gab es immer die Parteimitglieder, die gesagt haben, nee, nur wir als Parteimitglieder bestimmen, wer der Vorsitzende ist. Und es ist immer wieder abgeschmettert worden. Das ist ein langer Kampf, der ist noch lange nicht vorbei. Ne? Aber ich finde es einen interessanten Prozess, zu sagen, dass selbst so eine Partei tatsächlich umgebaut werden kann. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel sagen, ja, wenn die SPD in Deutschland weiter so schrumpft, dann hat sie irgendwann so wenig Mitglieder, dass man mit 40.000 Leuten den Laden einfach übernehmen kann. Ne? Treten 40.000 Leute an und machen eine gute Partei daraus. Ne? Also das ist nicht monolithisch, das kann man verändern. Und deswegen haben sie in England auch so wahnsinnig allergisch auf den Corbyn reagiert. Man kann ja über ihn denken, was man will, wie toll oder nicht toll sein Programm ist. Ne? Aber die haben ihn ja als, was weiß ich, stalinistisches Monster und so dahingestellt. Und das zeigt, dass es eine Angst gibt, dass sich diese Filter durchlässiger werden. Ne? Ich habe den Eindruck, dass wirklich vieles aufbricht und jetzt Dinge doch thematisiert werden. Mhm. Man könnte auch den USA Sanders, auch es gibt Ökonominnen in den USA, die Dinge ganz anders sehen. Ja. Das war jetzt das Stichwort für meine letzte Frage, bevor Sie dann dran sind. Das Buch endet interessanterweise mit einem Essay über China. Wir haben nicht die Zeit, dass du uns jetzt die spannende Geschichte Chinas erzählst. Die könnt ihr dann nachlesen. Ja? Aber du hast die These drinnen, eine Koalition zwischen Europa und China und einem anderen Amerika oder einer anderen USA wären eine große Chance, sozusagen die Transformation zu schaffen. Was ist damit gemeint? Und wie, du brauchst uns nicht alle Fragen beantworten, aber wie ist deine Einschätzung, dass das werden könnte? Ja, also die Entwicklung Chinas in den letzten Jahrzehnten ist natürlich sehr zwiespältig. Ne? Auf der einen Seite sehen wir eine sehr problematische Menschenrechtssituation noch immer. China ist dabei, irgendwie einen Überwachungsstaat auch aufzubauen. China hat enorme ökologische Probleme produziert und auch eine sehr große Spaltung zwischen Arm und Reich in dem Land, das relativ arm, aber egalitär vorher war.
diese Tendenz der Spaltung hat sich übrigens seit 3 Jahren umgekehrt. Also die Schere zwischen Arm und Reich geht in China nicht mehr weiter auf, sondern verringert sich eher. Aber China hat eben auch interessante Seiten, die für eine Transformation vielleicht interessant sein könnten. Also nur um erstmal an der Oberfläche zu kratzen, China investiert jedes Jahr jetzt 100 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, doppelt so viel wie die gesamte EU. Ja. Das ist also ein gewaltiges Programm. China baut das größte Infrastrukturprojekt der menschlichen Geschichte derzeit, die neue Seidenstraße. Die fahren jetzt schon Züge von Shanghai nach Duisburg, die nicht nur Europa, sondern auch den Mittleren Osten, Pakistan, Iran und so weiter über Landwege anschließen will. Also Straßen, schnelle Eisenbahnen, Pipelines, auch das kann man unter ökologischen Gesichtspunkten sehr, sehr kritisch sehen natürlich. Das hat übrigens auch was damit zu tun, diese neue Seidenstraße, dass China Angst hat, dass die USA die Meerwege irgendwann blockieren. China ist ja sehr stark eine Exportwirtschaft derzeit noch und fast die gesamten Güter gehen über das südchinesische Meer raus. Und die USA haben hunderte von Militärbasen rund um China. Also die Idee, dass man China einhegen muss, ist in den USA geradezu eine Besessenheit, seit vielen Jahrzehnten eigentlich. Und theoretisch könnten sie das also dicht machen und militärischen Konflikt da herbeiführen. Und die Art, wie China darauf reagiert, ist ganz interessant, weil sie anders ist, als die Kolonial- und Imperialmächte Europas das lange gemacht haben und die USA gemacht haben. Sie gehen nicht unbedingt den Weg der militärischen Konfrontation. Sie bauen auch ihr Militär aus, das stimmt, und sie versuchen im Südchinesischen Meer auch da Land zu gewinnen. Aber ihr wesentlicher Fokus ist, eben durch Handel einer militärischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Und das ist deswegen interessant, weil China, die neuesten Prognosen sind, dass es in etwa 10 Jahren nach dem Bruttoinlandsprodukt die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt sein muss. Und bisher ist es in den letzten 500 Jahren eben immer so gewesen, wenn eine neue Vormacht aufsteigt, ein neuer Hegemon aufsteigt, dass es große Kriege gegeben hat, weil natürlich die alten Hegemonialmächte das nicht abgeben wollten. Und wir sind in der Lage von einer ziemlich großen Kriegsgefahr, jetzt auch natürlich mit dieser Präsidentschaft in den USA. Also die große Gefahr besteht, dass die USA ihren ökonomisch schwindenden Einfluss auf der Welt und auch ihren schwindenden moralischen Einfluss, muss man ja sagen, durch das Militär wettmachen wollen. Die Befürchtung, dass der US-Dollar als Leitwährung... Genau, das ist auch eine der ganz großen Befürchtungen. Die US-Ökonomie kann so, wie sie ist, überhaupt nur noch funktionieren, weil der Dollar Leitwährung ist und sie ihr Öl zum Beispiel durch Gelddrucken im Prinzip bezahlen können. Und es gibt Tendenzen in vielen Ländern der Erde zu sagen, nein, wir wollen eher einen Korb aus verschiedenen anderen Währungen haben, in denen die chinesische Währung drin ist, der Euro und so weiter. Also das sind große Befürchtungen der Amerikaner. Und ich glaube, dass Europa eine ganz entscheidende Rolle hier spielt. Gehen wir sozusagen den Weg der militärischen Konfrontation, den Teile des US-Establishments offenbar anstreben? Oder verstehen wir Europa als Friedensmacht und sehen wir eine Chance, zum Beispiel sowas wie die neue Seidenstraße zu nehmen, um eine friedliche Kooperation auf den Weg zu bringen, die natürlich auch ein bisschen das Problem hat, dass die NATO da ein bisschen im Wege steht. Ne? NATO ist eine Organisation, die eine militärische Logik hat, die eine konfrontative und exklusive Logik hat. Ne? Da dürfen wir eben nicht alle rein. Es gibt aber auch andere Modelle, zum Beispiel die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Relativ erfolgreich, aber jetzt an den Rand gedrängt. Solche Ansätze kann man ausbauen, also eine friedliche Struktur zu schaffen für eine neue Friedensordnung, die dann tatsächlich multipolar wäre, also keine chinesische Hegemonie. Und mein Eindruck, ich kann mich auch täuschen, aber dass die bestimmenden Kräfte in der chinesischen Führung tatsächlich auch nicht auf Hegemonie setzen, sondern auf eine starke Position in einer multipolaren Ordnung. Und das sind Chancen. Und das bedeutet aber auch, dass man sich in der EU nicht diesen abstrusen Forderungen anschließt, den Verteidigungsetat auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu heben. In Deutschland zum Beispiel bedeutet das 40 Milliarden mehr für das Militär jedes Jahr. Dabei gibt es ja kein Land der Erde, das Deutschland droht anzugreifen. Das ist also ein völliges Hirngespinst eigentlich. Also da sind gerade im Moment ganz viele Weichenstellungen, wo auch eine Friedensbewegung gefordert ist, zu sagen, stopp. Zu sagen, man setzt auf Kooperation,
mit China und übrigens auch mit Russland natürlich, Entspannungspolitik bedeutet ja nicht, dass man alles, was auf der anderen Seite der Grenze stattfindet, gut findet. Ne? Man muss Menschenrechtssituationen in Russland und China kritisieren. Aber Entspannungspolitik bedeutet eben, dass man erstmal sicherstellt, dass man sich nicht umbringt und friedliche Wege der Kommunikation schafft. Und das kann man letztlich nicht ohne die USA in der langen Frist machen. Und die Veränderungen in den USA sind da natürlich auch ganz wichtig. Also wenn Bernie Sanders ist außenpolitisch nicht ganz ohne, aber wenn es da Veränderungen gibt, also es ist ja auch im Interesse der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung, dieses Empire eigentlich aufzulösen. 800 Militärbasen rund um die Erde, dieses gigantische Militär mit 600 Milliarden Dollar, das schluckt die ganzen Ressourcen, die die Amerikaner selbst für den sozial-ökologischen Umbau bräuchten. Ne? Und deswegen gibt es da schon Kräfte, die in Amerika auch dazu führen könnten, dass so eine neue Kooperation möglich wäre. Mhm.